So, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zur ersten Sitzung des Stadtrates dieser Wahlperiode. Ich stelle die ordnungsgemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit fest. Bereits vor einigen Minuten hatten sich 50 Mitglieder des Stadtrates eingetragen gehabt. Ich weise Sie darauf hin, dass eine Verletzung von Form und Frist der Ladung als geheilt gilt, wenn der Mangel nicht spätestens bis zum Eintritt in die Tagesordnung geltend gemacht wird. Bevor ich Sie offiziell begrüße und Ihre Verpflichtung vornehme, folgende Hinweise und Ergänzungen. Sie haben von den Schriftführerinnen bereits Ihre persönliche Abstimmkarte erhalten. Wenn nicht, ist dies hier vorne am Tisch abzuholen. Sie stecken die Karte bitte mit Ihrem Namen nach oben rechts in das Tischgerät und sehen daraufhin im Sitzplan hinter mir Ihren Namen. Zur Fraktionsrunde rufe ich die mir jeweils angemeldeten Rednerinnen und Redner auf. Ich gehe dabei davon aus, dass Sie vom Rednerpult aus sprechen, also hier vorne. Wenn dies nicht der Fall ist, möchte ich Sie nach Aufruf die Taste in der Mitte Ihres Tischgerätes drücken. Wer nach der Fraktionsrunde sprechen möchte, egal ob vom Platz oder vom Rednerpult, muss ebenfalls die Taste in der Mitte seines Tischgerätes drücken. Bei Geschäftsordnungsanträgen, die von mir vorrangig behandelt werden, bitte ich Sie, zusätzlich beide Hände zu heben, damit ich Ihren Redebeitrag dann vorziehen kann. Bei Abstimmung drücken Sie bitte eine der Tasten, Ja, Nein oder Enthaltung auf Ihrem Gerät am Tisch. Soweit erstmal die technischen Hinweise. Und bevor ich zur Tagesordnung komme, möchte ich einen Punkt noch vorab mal wahrnehmen. Das ist eine gute Tradition. Wenn es unter uns Geburtstagskinder gibt, dann auch herzlich zu gratulieren. Herr Breuer, herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Geburtstag und dass Sie das mit uns zur konstituierenden Sitzung zusammen machen. Da gibt es, bevor wir zur Tagesordnung kommen, gleich den Hinweis an das Auditorium, was nicht die Stadträtinnen und Stadträte sind. Beifallsbekundungen sind ausschließlich den gewählten Stadträtinnen und Stadträten zulässig. Für alle anderen dürfen Sie das interessiert verfolgen, aber eben nicht mit entsprechenden Äußerungen oder Beifalls- oder Misstrauens- oder was auch immer für Bekundung. So, jetzt kommen wir zur Tagesordnung selbst. Ich werde zunächst Ihre Verpflichtungen vornehmen. Und wir werden im Anschluss über die Nachrückevorlagen im Komplex abstimmen. Und wenn wir durch diese durch sind, also die Konstituierung der Sitzung selber vorgenommen haben, dann würde ich mit Ihnen einsteigen, dass wir über die Tagesordnung darüber hinaus abstimmen, dass ich dann den Tagesordnungspunkt Bericht des Oberbürgermeisters nehme und dass wir dann in die Abarbeitung der weiteren Tagesordnungspunkte einsteigen. Ich weise schon einmal jetzt darauf hin, dass Stadträtinnen und Stadträte, die von einem Ausscheiden betroffen sind, nicht an ihrem Tagesordnungspunkt, also der Sie selber betrifft, teilnehmen dürfen, weil Sie da befangen sind. Das bitte ich jeweils zu beachten, dass da kein formaler Fehler entsteht. Anschließend haben wir die Bestimmung der Ausschussgrößen und deren Benennung auf der Tagesordnung, schließlich noch einige Wahlen zu Gremien, bei denen die Besetzung eilig ist. Die verschiedenen Varianten zu den besetzten Gremien sind Ihnen mit dem Dokument Versuch der Einigung zugegangen. Damit eröffne ich die Sitzung und komme zuerst zu Ihrer Verpflichtung, damit wir abstimmungsfähig sind. Anschließend werde ich einen kurzen Bericht geben und wir können in die Sacharbeit einsteigen. So, dann